Dauert immer. Kurz warten. So, meine lieben Solosystembewohnerinnen. Wie letztens mal auch, schaffe ich es kurz nach 19 Uhr online zu kommen. Community fand's geil. Der eine oder andere in der Community hat es auch geschafft, mittlerweile den letzten Livestream Ziff nachzuschauen und will heute dabei sein. Mal schauen, ob tatsächlich es ein paar mehr hier rüber schaffen. Ja. Civilization 6, was soll ich sagen? Folge 2, meine Lieben. Zweite Runde, zweites Mal Ziff. Diesmal machen wir es ein bisschen anders als beim letzten Mal. Und zwar, bevor die anderen andödeln, fange ich jetzt schon mal an, alles einzustellen. Und ja, ich freue mich, wenn dann die ersten vorbeikommen. Die Einstellereien dauern ja auch immer ein bisschen. Einzelspieler, ich tue das ein bisschen jetzt auch so moderieren, dieses Spiel, damit ihr seht so oder mitbekommt, was ich da auch so mache. Ja, es sind pünktlicher geworden. Ich sag doch, es funktioniert. Servus Pitt, ich grüße dich. Wunderschönen guten Abend. Yay! Ja, natürlich. Ihr habt es gefordert, ihr kriegt wieder Ziff, das ist doch gar kein Problem. Bin heute ein bisschen müde, Pitt. Lange mit meinem Reproduktionsprodukt heute auf Abenteuerreisen gewesen. Aber ich gebe mein Bestes, dass es halbwegs was wird heute. Ne? Okay, gut, dann Spiel erstellen. Und ja. Ich habe gesagt, wir spielen nochmal Katharina von Medici. Die macht Montesinos Luxusressourcen, die an Theaterplatzbezirke oder Chateaus angrenzen, erhalten plus zwei Kultur. Das müssen wir uns unbedingt merken, dass das wichtig ist, ja, mit den Luxusressourcen und Theaterplätze kombinieren oder ein Chateau neben dran zu setzen. Dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Kann das Projekt Hoffest in einer beliebigen Stadt mit einem Theaterplatzbezirk beginnen. Was das dann kann, sehen wir dann. So, dann die französischen Standardmöglichkeiten, ja, wie ihr hier auch seht, zum Beispiel Grand Tour, 20% Produktion für Wunder des Mittelalters, der Renaissance und des Industriezeitalters und doppelte Tourismus durch Wunder aus beliebigen Zeitaltern. Es ist eine schwierige Herausforderung, einen Kultursieg auszuspielen in Civilization 6, auch meiner Meinung nach der schwierigste, den man ja so erzielen kann, vor allen Dingen, weil wir die anderen Siegbedingungen auch anlassen. Ja? Ja, gucken wir mal. Erweitertes Setup will ich dann noch haben gleich. Moment halt, ich sollte sie vielleicht noch auswählen. Excusez-moi. Schwierigkeitsstufe Unsterblicher, habe ich beim letzten Mal gesagt, wieso ich das so machen möchte. So, diesmal die Karte, meine Leute. Ich habe jetzt mir keine Mod geholt vorher, sondern wir gucken jetzt einfach mal nach einer spannenden Karte. Pitolis, ich hoffe, du hast mich nicht gemutet. Falls du Wünsche hast, kannst du sie jetzt äußern. Ich bin persönlich ein großer Fan von der Terra-Karte, werde ich aber mit der KI nicht spielen, weil sie es nicht rafft. Sie kriegt es nicht hin. Das ist halt das große Problem. Ist halt so eine Welt mit Kontinent oder starten halt auf dem alten Kontinent. Es gibt einen anderen Kontinent, der ist noch recht unbesiedelt oder gar nicht besiedelt und blöd. Ne? Noch Wechselverbindungen existieren durch zusätzliche Küsten, Tiefland und Vulkane. Machen wir auch mal nicht. Wahrer Startpunkt habe ich keine Lust mehr jetzt zu sehen, machen wir auch nicht. Ich glaube, ich gehe auf den. Wir haben hier wenige große Landmassen umgeben von Inseln, einige große Landmassen oder kleine Kontinente. Die Welt besteht aus wenigen mittelgroßen Landmassen und einigen kleineren Inseln. Schwierig. Welche von denen nehmen wir, Pitt? Die kleinen Kontinente oder Kontinente und Inseln? Wir nehmen einfach die Karte Kontinente, oder? Würde ich sagen. Ich hoffe, ihr stimmt mir dazu. Ich will jetzt einfach mal die Kontinente mal wieder spielen. So. Spieltempo Standard, 500 Runden, finde ich am besten. Kartengröße riesig. Wir wollen es uns richtig geben. Helden- und Legendenmodus machen wir wieder an. Wir nehmen den Barbarenmodus mit. Wir nehmen die Geheimgesellschaften mit. Wir nehmen die Monopole mit. Und das war's. Jetzt gehen wir ins erweiterte Setup. Diesmal kann ich ein bisschen was machen. Und ich habe mir jetzt Folgendes überlegt, damit das Ganze übersichtlicher ist. Nehmen wir 4 raus.
gehe ein bisschen meinen Stadtstaaten runter auf 16, also 8 Völker, 16 Stadtstaaten. Hier ist der Multiplikator mal 2 für mich. So kann jedes Volk 2 Stück haben, was es hier auf der Karte gibt. Und dann wählen wir mal wieder ein paar lustige Völker aus, die ich da einfach jetzt gerne mit sehen will in diesem Spiel, um dem Ganzen so ein bisschen Spannung einzuhauchen. Ne? Mal gucken, ob mir das gelingt. Ich muss hier diesen Schieberegler benutzen, sonst rutscht mir das zu arg durcheinander. Ja, die wären interessant, die Vietnamesen. Ja, komm, wir nehmen Vietnam einfach mal mit rein. Die tun so ein bisschen, sage ich mal, Indien, Siam so abdecken von der kulturellen Herkunft her, sage ich jetzt einfach, möchte ich die dabei haben. So, Persien nehmen wir auch wieder mit. Die Farben bestimmen wir dann noch später. Persien, klar, warum, ne? Also ich meine, ist ja klar, das kann man einfach, ne, oder muss man nehmen. Dann gehen wir mal noch so ein bisschen in den Bereich Südamerika und so, was wir da so alles machen können. Ich finde auch einen interessanten Gegner in dem Bereich. Wo ist er denn? Entschuldigt bitte, hier Poundmaker, darf mitmachen auf jeden Fall. Dann auch nochmal, das sind die Indianer Nordamerika, dann nehmen wir noch die Inkas mit. Bin ich an dem schon wieder vorbeigeschreddert? Nein, okay. Bahakutek, den hätte ich auch gerne dabei. Dann haben wir ja schon mal, sage ich mal, gut die indianischen Völker genommen. Schieberegler, man lernt nie aus, ja, bitteschön. Ja, blindes Huhn und ein Korn, und falls du es tatsächlich nicht wusstest, Pitt, was ich jetzt nicht glaube, ja, jetzt weißt du es. Olé. Großartig, ne? Was man alle so machen kann, was man alle so entdeckt. Man mag es kaum glauben. Die gibt es noch, die Schieberegler. Ja, ist gerade schwierig, will ein paar coole Völker euch einfach zeigen, ja, von der Abwechslung halt auch, ne? Ja, Queen Jin Handi muss rein, also ich meine, das chinesische Reich, braucht man gar nicht drüber reden. Ja, gelb haben wir dann schon. Ja, guck mal, sieht so ein bisschen aus wie Borussia Dortmund dann, ne, mit dem Gelb da, kann ich aber gar nicht machen. Ach, es ist ärgerlich. Dann machen wir das doch anders, dann müssen die doch vielleicht den grünen Drachen einfach nehmen. Ja, ich merke schon, ich bin heute so ein bisschen verpeilt. Ich gebe mein Bestes. Komm, wir nehmen, entweder nehmen wir die, ach, die ist immer so zickig, die ist immer so mega zickig, die Frau, ne? So Ägypten hätte ich auch Bock drauf, irgendwie, habe ich so das Gefühl, dass ich gleich noch zu dieser Entscheidung komme. Schauen wir gerade noch so ein bisschen weiter. Na komm, wir nehmen noch die Ägypter. Walking like an Egyptian, komm, Leute. Schaffe ich dies noch irgendwann zu finden? Hat auch noch einen Grund, die sind so ein bisschen auf Handel aus, also von daher wären die vielleicht gar nicht verkehrt. So, last and never least. Diese Nase, ja, oh ja, Pitch, da hast du was angefangen. Ich hab das letzte Heft mir noch geholt, Asterix und der Greif, bin jetzt so bei Seite 30, ich hab's noch nicht fertig gelesen. Und ich bitte nur nicht wegspoilern, bitte nicht wegspoilern. Ich habe alle großen Hauptteile von Asterix und Obelix. Ganz klar. Logisch, muss sein. In dem Fall sollten wir das jemals in Fasnacht oder in anderen Gelegenheit Pitolis mal nachspielen. Hast du die Rolle des Miraculix definitiv fest, also ganz klar. Musst du einfach machen. Ja. So. Jetzt ist schon ein bisschen schwieriger. Letztes Volk noch auswählen. Einer muss noch. Ich meine so, die Mongolen mit diesem riesen Khanat, das ist natürlich auch etwas, was wir nehmen könnten. Da ist die Frage, welchen von den beiden Khans nimmt man denn da? Wir haben von Europa, sieht man jetzt halt eigentlich bei dem Spiel kaum etwas. Aber wir nehmen einfach mal die Franzosen, die da jetzt hier die Bresche schlagen müssen. Süleyman auch, klar, das Osmanische Reich auch nicht von schlechten Eltern.
Ja, ich gucke halt nur, dass ich halt so viel kulturelle Vielfalt drin habe, wie ich es nur irgendwie hinkriegen kann mit 8 Völkern. Da bin ich so ein Fetischist, muss ich ganz ehrlich sagen. Was macht nochmal der Genghis Khan? Auch die CDs hast du? C was? Ja, cool, alles klar. Ich habe sogar noch die VHS-Kassetten von Asterix. So, was sagst du denn jetzt? Ja, ob die noch gehen? Okay, der ist komplett auf Kampf aus. Und was macht dem sein Sohn? Ich glaube, das ist dann der Kublai. Da. Er macht eurer Zivilwirtschaftspolitik Platz in jeder Regierung. Zufällige Rückeingebung, wenn ihr zum ersten Mal einen Handelsposten in der Stadt einer anderen Zivilisation. Aber das war ja auch zu friedlich, ne? Aber ja, komm, ich hab noch eine Idee. Ich habe noch eine Idee. Wir werden Qin Shi Huangdi, den Wunderbauer, nicht nehmen. Wir nehmen Kublai Khan. Der ist ja auch mal bei irgendeinem DLC dazugekommen. Aber der Kublai Khan, der macht jetzt hier so ein bisschen so mehr diese Handelschinesen. Ne? Das könnt ihr mal hoffentlich verzeihen. Dann hat er das machen, aber trotzdem in dieser grünen Farbe hätte ich dich gerne, bitte. So, letztes Volk fehlt immer noch. Letztes Volk fehlt immer noch. Wen nimmt man denn jetzt? Will ich Samurais sehen? Na, Samurais ist natürlich mega cool. Oder nimmt man doch noch einen Europäer? Fragen. Ich würde gerne Rom vermeiden, aber ich glaube, ich komme nicht dran vorbei, ne? Ich meine, das Römische Reich und so, ne? Ich komme gleich da drauf. Da müsste ich aber auch genauso gut Indien nehmen, aber naja. Diese Farbe ertrage ich nicht. Rom muss natürlich in Rot kommen, das ist doch klar. Komm, ein bisschen mehr Europa. Also warum das? Also ich finde, ich kann euch noch was super empfehlen. Findet man auf YouTube vom Naturkundemuseum von den USA. Und zwar, wie heißt denn nochmal dieses Video? Mensch, ich komme nicht drauf. Human Civilization Through Time oder sowas, ja. Müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Und da seht ihr halt, dass es drei signifikante Punkte gibt in unserer Menschheitsgeschichte. Oder drei Reiche oder B-Reiche, die immer wieder auch gemeinsam prosperiert haben. Da sieht man einfach China. Dann sieht man diesen indischen Mogulenbereich, sage ich mal, der da floriert und hat eben das Römische Reich. Das sind die drei großen Hotspots unserer Zivilisation gewesen. Muss man ganz ehrlich sagen, sehr interessant auch zu sehen. Klar, später dann die Entwicklung in Nordamerika und sowas, das sei jetzt mal dahingestellt. Ich weiß gar nicht, ob wir so weit reinspielen können in dem Livestream jetzt hier. Wir werden jetzt auf jeden Fall gleich starten. Diesmal lasse ich euch nicht so lange warten wie beim letzten Mal. Wir haben die Völker ausgewählt. Wir haben, glaube ich, so ziemlich alles abgedeckt, was irgendwie interessant ist. Afrika ist dabei, Asien, Amerika, die Amerikas sind dabei. Also von daher ist jeder Kontinent auch Europa vertreten. Ich würde sagen, das ist eine gute Mischung. Das ist eine gute Mischung. Da kann man nichts sagen. Was wir noch machen können, ist, dass wir die Stadtstaaten uns genau unter die Lupe nehmen. Und da schaue ich mal ganz kurz. Da Stadtstaaten wählen. Ja, für diejenigen, die es nicht kennen, ihr könnt das Ganze natürlich noch hier sortieren nach Typ. Und wenn ihr sagt, oh nee, es sind mir jetzt einfach viel zu viele Stadtstaaten, ich will jetzt mal einfach von jedem Stadtstaattyp 2 rausnehmen, dann könnt ihr das auch machen. Und ja, das werde ich sogar tun. Vielleicht nur ein pro Sache, mal gucken. Ja, das wird ja trotzdem zufällig zugelost dann im Spiel. Rapa Nui viel zu cool, muss gemacht werden. Das ist auch ein cooler Bonus. Den dürfen wir nicht rausnehmen. Den dürfen wir nicht rausnehmen. Das ist interessant. Nee, wisst ihr was? Ich lasse es einfach bestehen. Ich fummel da jetzt nicht dran rum. Ah, und ich wurde einmal gefragt, gibt es einen englischen Stadtstaat? Ne? Und ich glaube, Pitt, das warst auch du, wenn ich mich richtig entsinne. Cardiff, hier. Ne? Suzerain-Bonus, Städte erhalten plus 2 Energie für jedes Hafengebäude. Was sehr mächtig ist im späteren Bereich des Spiels, oder sehr mächtig, was gut ist, was einfach gut ist. Ne? Also es gibt sowas, ne? Also gut, das ist halt Wales, aber ja, sie gibt es. Klar, ich habe jetzt die Engländer zum Beispiel nicht, ja, englische riesige Reich und sowas. Ja,
Ist halt nur ein Spiel, Leute, ne? Okay. So. Ich meine, bin ganz zufrieden. Stammesdörfer wollen wir auf jeden Fall haben und sammeln auf der Karte. Und dann heißt es jetzt zum allerersten Mal, ewig eingestellt und rumgefummelt, los geht's, meine Lieben. Und dann bin ich mal gespannt, wer zum heutigen zweiten kleinen Community-Event noch vorbei kommt. Ich guck mal wieder auf mein doofes Smartphone. Mein Mobile Dashboard. Ich soll die Live-Daten noch zusätzlich auf meinem Smartphone checken. Die Live-Daten mit einem Zuschauer. Spiel starten, komm, auf geht's. Freu mich. Ich hoffe ihr auch. Ich hoffe ihr auch. Bin echt gespannt, wie das wird, hey. Ewig nicht mehr richtig gespielt. Gerade mit den Kontinenten, total interessant. Von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Es obliegt euch, Katharina von Medici, euer Wissen und die Künste darauf zu verwenden, euer Volk zu einen. Bleibt vorsichtig in diesen schwierigen Zeiten, Königin Mutter von Frankreich. Ihr werdet große Wunder errichten und damit Besucher aus allen Ländern dieser Erde anziehen. Mit eurem kühnen Verständnis aller Dinge, die sich offen zeigen oder in den Schatten lauern, wird euer Reich die Zeit überdauern. Hoffen wir mal. Geben unser Bestes natürlich, Leute, ne? Klar. Ich spiele mal wieder die Franzosen. Es lädt gerade ein bisschen länger, als es sonst üblich ist. Habe ich aber auch eine riesige Karte genommen. Spiel beginnen. Flups, Startpunkt ist, naja. Naja. Der Profi sieht es halt gleich, ne? Also man sieht jetzt hier, ich habe halt vieles auf Standard gelassen, hätte eigentlich die Welteinstellung noch mal ein bisschen machen müssen mit den mehr Wäldern und bla bla bla. Ich habe jetzt einfach Standardeinstellungen gelassen. Jo, schauen wir mal uns erstmal ein bisschen um, würde ich mal sagen. Ja, im Notfall lade ich es nochmal neu mit einem neuen Startpunkt, wenn ich denke, okay, das ist zu furchtbar. Gut, wir haben halt Wein hier, das ist immerhin schon mal etwas, aber wirklich berauschen tut der Startpunkt mich nicht. Warum berauscht er mich nicht? Wir haben hier schon Island, das heißt, wir sind sehr weit im Norden. Mal gucken, ne? Ah ja, bei Ziff muss ich es ja so machen. Ja, ihr seht ja schon den Norden der Karte. In den Süden können wir noch nicht runter. Ihr seht, es ist noch ein bisschen gedeckelt. Wir wissen, dass die Welt größer ist als das, was uns hier offenbart wird. Aber ja, jetzt haben wir ein Problem schon. Wo siedeln wir hin? Tja, wo siedeln wir hin? Da ist ja jeder so ein bisschen eigen. Gut, es schlägt hier oben auf dem Hügel vor. Ich verstehe auch, warum. Bei den ersten Ausdehnungen geht's, aber für einen Start ist das halt einfach schlecht. Es ist einfach schlecht, wie sie stehen. Ich kriege hier kaum Nahrung zusammen. Das ist halt echt miserabelst. Deswegen kann ich es nicht anders machen, als mich zu bewegen und von dem Hügel runter, weil ich muss hier den Wein einfach schon als Bonus am Anfang haben, weil sonst kommen wir überhaupt nicht richtig vorwärts. Ich habe mir jetzt gesagt, okay, ich spiele es, ja, ich spiele es jetzt so, aber leicht wird das nicht, die Nummer mit dem Startpunkt. So, Speer erstmal natürlich, klar, muss sein. Und wie ihr seht, haben wir jetzt hier auch den ersten Siedler und der geht hier runter. Das liegt an der Mod, die habe ich immer noch drauf, weil ich euch ja von Anfang an ein bisschen mehr was zeigen will von dem Spiel. Ne? So, wir sind auf Sealandia gestartet, das ist schön, das ist der Kontinent, toll. Und da haben wir schon ein Stammesdorf entdeckt und dann mache ich jetzt zum ersten Mal die erste Technologie und ich entscheide mich jetzt hier mal für die Tierzucht, um die Pferde aufzudecken, so früh es geht, weil die mir auch Nahrung und Produktionsboni geben. Und selbstverständlich geht der Handfolger hier runter und wird den Mais anschließen. Los geht's. Auch der ist wegen der Mod dabei. Hier gibt es direkt eine Überschwemmung, sehr interessant zu sehen. Klasse, hat das ganze Zeug da unten ein bisschen gedüngt. Verkehrt ist es natürlich nicht. So, dann muss ich die Kamera eher machen. Dann lasse ich das mit den Maustasten und mache das so. So, der kommt jetzt erstmal hier safe da lang. Wird jetzt gleich zu den Stammesdorf gehen und hoffentlich bekommen wir da einen netten Bonus. Ist jetzt auch keine Einsteigerrunde mehr, die ich jetzt mit euch hier spiele, sondern eher was für Kenner der Reihe, der Serie. Jo.
Dann schicke ich dich doch mal lieber mit dem da lang, weil ich sehe jetzt, hier sind schon Grenzen. Und wir entdecken die Eulen der Minerva. Das ist schon mal interessant, dass wir die jetzt hier entdeckt haben. Das sind so die Wissenschaftsgeheimgesellschaft, kann man sagen. Und wir haben, aha, erschreckenderweise da unten Candyland kennengelernt. Das ist aber super, dass wir kennengelernt haben, und zwar als allererste, weil wir haben dann hier einen Gesandten drin und kriegen jetzt schon plus einen Glauben in unserer Stadt. Das ist natürlich nicht verkehrt, ne? Und dadurch können wir auch, weil wir jetzt die Geheimgesellschaft kennengelernt haben, uns einen ersten Gouverneur ernennen. Ja, da gibt es ein paar interessante Ansätze, die ich da schon gehört habe. Zum Beispiel hier von Petolis Magnus am Anfang zu nehmen, weil man hier auch keine Dings verbraucht mehr. Ne? Hier sieht man, in der Stadt ausgebildete Siedler verbrauchen keine Bevölkerung. Da müssen wir hinleveln. Und man kann am Anfang auch Erträge von Felderden und Geländeartentfernungen in der Stadt kann man erhöhen. Finde ich ganz nice. Ist aber nicht ganz meins, das am Anfang so zu spielen. Ich nehme wieder Feige, wie ich bin, Pingala, und erhöhe einfach mal Forschung und Kultur. Aber ich werde auf solche Kulturdinge auch verstärkt achten jetzt in dem Spiel. Müsst ihr einfach so mir zugestehen. Okay. Dann wollen wir mal weiterlaufen. Und wir entdecken noch einen weiteren Stadtstaat Nazca. Sehr schön. Das ist natürlich richtig mächtig. Hier machen wir noch schnell das. Das Mais anschließen gibt einen Bonus auf die Bewässerung, weil wir das angeschlossen haben. Und hier sind wir auch der Erste, der dort drin ist. Es gibt uns plus zwei Glauben schon in der Hauptstadt. Das ist natürlich alles andere als verkehrt. Okay, cool. Nächste Runde. Ich werde jetzt natürlich mehr im Süden versuchen, Gebiete aufzudecken, als im Norden. Jo. Aber Dörfer sind wichtig. Hier ist jetzt das erste Dörfchen, was wir haben, und die geben uns 40 Gold. Das ist viel, wenn man nun ein Income von plus 6 pro Runde hat. So, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Dann ist hier ist Wüste. Hier scheint auch eine Riesenwüste zu sein. Es scheint ein schrecklicher Startpunkt zu sein, den wir hier haben. Gut, ich hätte hier jetzt reinsiedeln können, aber Leute, nee, einfach aus Gründen nein. Also wenn ich es zu dämlich finde, unsere Startposition, dann müssen wir das halt noch mal anders machen. Klar, okay, wir können es halt Bockhart spielen, sagen, okay, Bencake, du hast groß getönt, du kannst auch Gottheit. Ja. Dann kannst du auch diesen Startpunkt managen, ja, aber alles kann man halt einfach nicht schaffen. Ne? Das ist halt genau der springende Punkt. Ne? Wenn es einfach zu flache Gelände sind, ohne Erträge und ohne irgendwas, dann nutzt mir das alles nichts. Ne? Ist halt meine Meinung, Leute. So, das ist der Norderkunder. Mit dem gehe ich jetzt nur dahin wegen dem Dörfchen. Ja, da haben wir die Leersänger entdeckt. Das sind die Glaubens- und Kultistenfraktion, sage ich mal. Haben dadurch mittlerweile jetzt auch, wir haben jetzt auch einen ersten Gesandtenpunkt. Den hebe ich mir noch auf, den Eingesandten. Möchte ich jetzt noch nicht in die Stadt nehmen. Da warte ich lieber noch auf einen weiteren, und dann kann ich mich immer noch entscheiden, wen ich da als von den ja, Stadtstaaten vielleicht überzeugen, mein Suzerän zu werden. Mir zu dienen! So, und weiter geht's. Ja, wir haben hier eigentlich nur Wüste drumrum. Hier ist die wunderschöne Maas. Vielleicht finden wir hier auch mal einmal einen Mosasaurus. Wäre ziemlich geil. Für den einen oder anderen Biologen unter euch, der mir vielleicht zufälligerweise auch wegen meinen Evolutionsfolgen folgt, ja, weiß jetzt, warum ich darauf komme. Der Mosasaurus. Was für eine Bestie. Nicht der von Jurassic Park. Völlig übertrieben, Leute. Völlig übertrieben. Völlig, völlig irre. Also ich sag mal so, wenn man die Ozeane so in unserer Erdgeschichte sich anschaut bis zum heutigen Tag, ja, und so die, sag ich mal, die Apex-Prädatoren sich mal so anschaut, ist Mosasaurus bei mir auf Platz 2.
Auf Platz 2. Es gibt nur einen, den ich noch übler finde als ihn. Also das ist wirklich wahr. Es sticht auch die Kurzhals-Plesiosaurier aus oder die Pilosaurier, ne, der Predator X oder sowas, die ja mehr auf Schnelligkeit ausgelegt waren oder so, ja. Und Wendigkeit auch. Der Mosasaurus unfassbar, ja. Ganz schön Power, dieser Schlangenbaran. So, falls ihr es wissen wollt, ne, falls ihr könnt ja raten, auch später bei YouTube, was glaubt ihr, was ist für Pancake der Top 1 Predator in der gesamten Erdzeitsgeschichte, zumindest von den Wesen, die wir heute bis sonst aus Fossilien her kennen, die Nummer 1, was glaubt ihr? Packt es in die Kommentare oder schreibt es hier in den Chat. So, jetzt geht's aber erstmal weiter. Und für alle Fans von Evolution oder Evolutionsspielen, ich präsentiere euch was, wenn ich was zum Präsentieren habe. Ne? Der ja Markt ist rar gesät. Nächste Runde. Na, no, Dürre. Das ist in Ziff so ziemlich die schlimmste Katastrophe, weil sie ewig lang anhält. Vor allen Dingen daher schlimm, weil es auch noch diese wunderschönen Getreidefelder jetzt mir hier. Ja, verhagelt, die man eigentlich echt gut gebrauchen hätte können fürs Wachstum und sowas. Auch das wird uns jetzt vom Spiel verbaut. Nimmt einem so ein bisschen die Laune. Ist so, also mir nimmt es gerade echt, dieser Startpunkt nimmt mir wirklich extrem die Laune. Er ist halt einfach durchweg schrecklich. Okay. Auch hier nicht gut Platz. Auch hier werde ich erstmal noch schauen müssen, ob es hier überhaupt lohnt, sich zu siedeln. Wir haben noch Samarkand entdeckt. Ja. Jo, da haben wir noch den einen Gesandten zu schicken. Brauchen wir nicht. Eine Handelsstadt. Hätte mich selber eine Kulturstadt am Anfang gefreut. Man kann nicht alles haben. Hallo Lino, grüß dich. Ich bin gerade kurz da. Ich muss wieder gehen. Viel Spaß. Dankeschön. Hast Ziff gefordert und haust jetzt wieder ab heute? Unglaublich, die Leute. Unglaublich. Sag's ja immer wieder. Man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen. So. Was machen wir jetzt als nächstes in der schönen Stadt Paris? Wie ihr seht, Produktionszahlen sind schlecht, miserabel, traurig, Wachstum, ja auch. Also nichtsdestotrotz, ich werde jetzt mal, ja, ich überlege, ob ich jetzt erstmal auf ein Monument gehe. Ja, ich gehe jetzt erstmal auf ein frühes Monument. Das bringt mir mehr Kultur. Kultur bringt mir eine höhere Ausdehnung der Grenzen. Das werden wir brauchen. Ja, wenigstens haben wir Schwemmland. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel hier reinzecke, ja, stehe ich halt auch direkt in der Konkurrenz mit Samarkand. Ja, das ist halt genau, das ist das Problem. Ich werde jetzt versuchen weiterzureisen, noch ein bisschen hier an dem Fluss entlang, in der Hoffnung, einen besseren ja, Siedlungsstandort zu finden. Ja, die Jugend von heute, ja, Pitolis, klar. Klar, ich habe extra meine kleine Community gefragt, wie sieht's aus? Habt ihr heute Abend Bock und Zeit? Dann rufen zwei mindestens mal hier. Pit und Lino haben gesagt, ja. Pit und Lino wollten Ziff sehen. Und was macht Lino? Mal schauen, wie lange ich heute streame, ne? Pitolis. Wir gucken, dass wir zusammen schön Spaß haben hier, ja. Bestimmt wird irgendwann mal mich Monali unterbrechen. Und dann muss ich mal gucken, wie es weitergeht, ne? Oh, die Rhone. Ein schöner Fluss. So, immer noch. Ich hoffe, dir macht's Spaß, Pitolis, bei mir jetzt hier. Und cool, dass du echt pünktlich da warst und jetzt hier mitmachst. Finde ich ganz geil. Hat nicht jeder Sonntagsabend für sowas Zeit. Oh. Ein Speer eines Barbarendorfes. Jetzt schauen wir uns mal an, was das für einer ist. Das sind die Einaugen. Oh mein Gott, da mache ich mal null Augen draus. Schnell hinterher. Der ist ja gefährlich für uns. Das wollen wir hier überhaupt nicht sehen, sowas.
Aha. Für die Späher sind die Dörfchen noch wichtiger, weil sie dadurch Erfahrung kriegen, wenn sie die einsammeln, als wenn du das mit einem Krieger machst. Noch ein Stadtstaat um unsere Ecke, ein Wissenschaftsstadtstaat, Anshan. Plus zwei Wissenschaft durch jede große Literaturwerk, plus ein Wissenschaft durch jede Reliquie und jedes Artefakt. Das könnte für uns als Kulturspieler noch interessant werden, Anshan. So, wir werden jetzt aber erstmal mit unserem Siedler noch ein kleines Stückchen weitergehen. Und hier würde ich sagen, in der Ecke kann man doch tatsächlich siedeln. Vulkan hin oder her. Yippie, aje, Schweinebacke. Okay, alles klar. Ich glaube, das ist ein Ausspruch des Zuspruchs. Ich hoffe es zumindest. Ja, der Handwerker ist natürlich jetzt ein bisschen in Gefahr, aber nur ein bisschen. Paris gleicht den zweiten Bürger. Hier tun jetzt die Stadtstaaten sich gerade mit ihren Krieger gegen den Speer prügeln. Das ist in der Speer gar nicht witzig. Aber ich finde, es geschieht ihm recht. Der hat hier nicht auszuspähen, ein Ausrufezeichen über dem Kopf zu haben. Und die Position meiner Stadt zu melden. Das ist eine Sauerei. Ich muss tunlichst zuschauen, ihn aufzuhalten. Das ist ganz klar. Da gibt es gar keine Diskussion. Da muss ich sogar vielleicht die Spähen einstellen, weil ich will ja keinen Schwarm von Barbaren haben, die sich auf mein schönes Paris stürzen. Das ist nicht mein Ziel, meine Intention. Jetzt gehen wir mal hier nochmal um die Ecke, um das ein bisschen aufzudecken. Und ich würde sagen, ich weiß jetzt zwar nicht, was da unten noch ist. Ich sehe jetzt auch keine Luxusressourcen, aber ich werde jetzt irgendwo hier siedeln, auch wenn es Schwemmland ist. Ich frage mich, soll ich den Fluss dazu überqueren? Ich würde sagen, ja, das gibt mir nochmal eine Runde zum Entdecken und dann gründen wir mal unsere erste Stadt. Weit, weit weg von Paris, ist halt leider so. Das heißt leider, ist halt manchmal einfach, dass du halt weiter weggehen musst. Warum stehst du eigentlich das Wein, den Wein nicht an? Dazu brauche ich die Bewässerung, meine Lieben. Ja, das ist, glaube ich, von Schwarzenegger, ja. Das ist wahrscheinlich so, ja. Ich meine auch. Weißt du nicht mehr, was für ein Film? Das sind die Einaugen, das sind die deinen Augen. Was kann man mit denen machen? Schaut mal. Also, wir könnten von 95 Gold von denen Krieger anheuern. Ihr könnt über die Barbaren und dieses Barbaren-DLC halt auch Spezialeinheiten bekommen, die ihr sonst gar nicht kriegt in eurem Volk. Je nachdem, was von der Kulturgruppe die Barbaren angehört. So, ich kann auch 100 Gold ausgeben, sagen, bitte greift mich nicht an. Ja, das Schutzgeld halt sozusagen bezahlen, dass sie mich in Ruhe lassen. Ich kann sie aber auch gegen einen anderen Spieler oder so weiter aufwiegeln. Ich gucke mal ganz kurz, ob da was gibt. Ja, ich könnte sie sogar gegen Stadtstaaten, die sie kennen, aufwiegeln. Und dann würden die gegen die vorgehen, also militärisch, wenn ich das Geld dafür ausgeben möchte. Die können auch sich weiterentwickeln. Sie brauchen jetzt noch über 50 Runden zum Beispiel, um selbst zu einem Stadtstaat zu werden. So kommen noch Stadtstaaten später hinzu. Umso wichtiger ist es, dass ihr nicht zu so viele Stadtstaaten am Anfang im Spiel implementiert, weil ihr dann hinterher mit Stadtstaaten zugespammt werdet. Als kleiner Tipp, wenn ihr dieses DLC spielt oder dieses DLC habt und dann auch noch aktiviert. Ne? Wenn es im Himmel keine Hunde gibt. So, jetzt habe ich hier auf einen Schwarm von Pferden gehofft, aber es gibt sie nur da hinten draußen. Das ist natürlich wiederum schlecht. Naja, sei es drum. Aber hier gibt es wiederum viele Pferde. Das ist sehr gut, dass ich die jetzt hier sehe. Und es sagt mir, dass dieser Siedlungsstandort, den ich jetzt hier gewählt habe, nicht verkehrt ist. Und dann nehmen wir ihn auch endlich mal. La Rochelle haben wir gegründet. Na, wunderschön. Dann haben wir hier La Rochelle und bekommen wegen meiner Mod nochmal entsprechend einen weiteren Handwerker. Und dieser Handwerker wird jetzt hier hochlaufen. Und das Getreidefeld anschließen. La Rochelle ist eine Stadt, die recht schnell wachsen wird aufgrund der Lage, die sie da hat. Ja, Nahrung und Produktion, bitte. Achso, so ging das ja. Habe was vergessen, Leute. Okay. Paar Zeitalterpunkte haben wir auch wieder gesammelt.
dann die Keramik, um schneller zur Bewässerung zu kommen. Den Bergbau sehe ich jetzt halt einfach noch nicht. So, okay, La Rochelle, weit draußen, fernab von allem, was gut ist oder schlecht ist. Wir nehmen, machen hier einfach noch einen Schleuderschützen, gleich zur zusätzlichen Verteidigung. So, hättet ihr jetzt Gottheit gespielt, hätte die KI noch einen Siedler bekommen und dann noch einen Handwerker. Ne? Das ist schon dann echt krass, also für die nächste Stadt. Ja. Das ist, so seht ihr jetzt halt mal den Bonus, der da mitschwingt. So, wie ihr seht, versuche ich den weiterhin zu verhaften. Also in Schach, also er ist noch im Schach. Hoffentlich kriege ich ihn bald schachmatt. So, was ich aber machen werde, ist jetzt erstmal hier zu kämpfen gegen die Einaugen. Einfach um Erfahrungen zu sammeln, um auch ein bisschen Loot zu bekommen. Sehr nice. Und noch eine Runde. Erinnert mich wirklich ganz an die Anfangszeit meines bescheidenen Kanals, als ich noch mit 6 Leuten angefangen habe. Ja, das war der Start. 6 Leute, das sind mir am Anfang gefolgt. Bekannte und Freunde. Recht putzig gewesen. So, der Krieger. Find also übrigens wegen der Grafikdiskussion, damit ihr wisst, in welchem Lager ich mich befinde, Leute. Ich finde, diese Grafik ist super, weil es ein Spiel ist. Ich brauche nicht immer die 100% akkurat, so echt wie möglich aussehende Grafik, ja. Ich kann auch gerne diesen Brettspielcharakter haben, dass ich einfach weiß, ich habe hier ein Spiel vorliegen. Mir tut es echt nicht weh, wenn es so aussieht, wie es da aussieht. So, jetzt erkunden wir mal ein bisschen hier noch das Umland, hätte ich mal behauptet, ne? Um herauszufinden, was wir da noch, ob wir da auch noch weitere Siedlungsgründe finden. Es geht, ja, müssen wir mal schauen, ob wir irgendwie mal uns dann später einen der Stadtstaaten einverleiben. Schauen wir dann. Die haben auch wieder die Stadtmauern, die Stadtstaaten. Das macht es ein bisschen schwierig, die einzunehmen. Mit den richtigen Einheiten ab einem gewissen Zeitpunkt könnt ihr das machen, das ist klar. Aha, da oben ist der Speer abgehauen. Gut zu wissen. Dann verfolge ich den doch mal so gut ich kann. Der Handwerker geht in die Sicherheit der Stadt jetzt. Und ihn lasse ich heilen. Ich will ihn da angeschlagen nicht rumrennen lassen. Hier schaue ich noch ein bisschen ins Inland jetzt mal rein. Ihr kennt mich auch, ne? Klar, Contouring sage ich immer. Entdeck deine Landes- und Kontinentsgrenzen so gut du kannst, um dich besser zu orientieren. Ja, warum nimmst du hier keinen Bürger drauf? Ihr seht, die Bananen sind so schon besser als jetzt eher die Weizenfelder. Und wie gesagt, ich kann die Bananen noch nicht anschließen. Das heißt, wie gesagt, ich brauche die Bewässerung für sowas. Aha! Ta là Triệu Trinh Nương, nữ tướng quân mặc chiếc áo hoàng bào. Ta nghênh đón ngươi đã đến Việt Nam. So, wunderbar. Wir haben die Vietnamesen kennengelernt. Interessante Nachbarn für die Franzosen. Sie ist kriegerisch. Wir müssen aufpassen, die Dame. Ihr seht schon, die guckt uns auch so ein bisschen skeptisch an. Ja, interessant. Sie sagt, ich bin Batriu, die goldgewandete Heerführerin. Ja, sieht man. Willkommen in Vietnam. Also ein bisschen Zickenkrieg wird es geben zwischen uns, könnte ich mir schon vorstellen. So einen kleinen Rosenkrieg, ne? Weil ich bin ja auch eine Französin und ich habe bestimmt vor, mit ihr sich ein bisschen zu kappeln. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen und wir würden gerne eure Gastfreundschaft in Anspruch nehmen und fortfahren. Und dann sehen wir, hier unten ist das schöne Städtchen Thang Long, das ist ihre Hauptstadt. Das bedeutet aber auch, dass wir gar nicht erst nachdenken müssen, hier in die Richtung runterzugehen. Da sind die also auch schon. Unser Startpunkt wird dunkler und finsterer mit jeder Runde, die da vergeht. Wir haben was für Samarkand abgeschlossen, haben dadurch dort in der Stadt einen Gesandten bekommen. Oh, sehr nice. Reicht das schon, um die zu killen? Ich glaube ja, versuchen wir es mal. Sehr schön. Tsingy ist eine 650 Quadratkilometer große Fallgrube, bestehend aus massiven Obelisken und durchsetzt mit schroffen Spießen. Und ja, sie wird dir das hübsche Gesicht zerschneiden. Bud Erickson hat das behauptet. Und wir entdecken dort unseren allerersten Held, Himiko.
Himiko ist sehr interessant für den Anfang, weil wir damit sehr gut Stadtstaaten gewinnen können. Das sage ich jetzt erstmal fortfahren. Wie wir die Helden bekommen, dazu kommen wir später noch. Und wir haben dieses wunderbare Wunder entdeckt. Und das ist wirklich nicht so schlecht. Erhält mein Startpunkt Dschungel etwas doch. Wenn mich nicht alles täuscht, brauchen wir eh die Monumente, um die Heldin zu bekommen. So, jetzt wird hier eine Entscheidung fällig, was ich mit diesem Dorf mache. Ich kann den Clan jetzt einfach nur überfallen oder ich plünder den, dadurch tue ich auch den Blutpakt entdecken. Das sind so die Vampire, die dunklen Typen, die finsteren Gemeinen. Ja, kann man mal so machen. Aha, weiteres Dörfchen. So, der hat noch eine Aufladung, die hebe ich mir auf, bis dann eines Tages mal die Bewässerung fertig ist oder irgendwas anderes passiert. Ne? Es war halt auch blöd mit dem Samarkand, dass ich einen Quest erfüllt habe. Dadurch kommen sie sich auf dieses Weizenfeld ausgedehnt. Das hätte ich zu gerne auch gehabt, weil ich einfach ein Egoist in der Hinsicht bin. So. Wir haben jetzt natürlich keine Ahnung, wo sich der Speer befindet von den anderen. Da kann weiß der Geier wohin gelaufen sein. Überqueren jetzt hier noch ein bisschen den Fluss, um so ein klein bisschen mehr zu entdecken. Die Vietnamesen spielen sich auch so ein bisschen wie Waldelfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Apokalypse Now Redux, hat er das Wenn jeder gesagt. Mensch, wenn er Betolis, zur hast du das Vollkommenheit nachgeguckt? gelangt, das beste Lebewesen ist, so ist er ohne Gesetz und Recht auch das Schlimmste von allen. Aristoteles war schon sehr, sehr früh Dinge erkannt. Sehr interessant, ja. So. Ja, cool, dass du das nachgeschaut hast. Also ich vermute mal, dass du es nachgeschaut, Pitt. Ich gucke solche Sachen auch nach, aber nicht wie in meinem Livestream. Aber man macht sich heutzutage mit dem Googlen auch irgendwie alles kaputt, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil man so diese typischen Familienstreitereien oder so irgendwas, die man dann immer hat und jeder hat da so seine Meinung oft, ne? Und äußert die dann auch und stößt dann auf Widerstand und ja, dann ist es halt schon interessant. Und heutzutage kommt dann so ein Schlauberger wie ich, der heimlich da googelt und dann einfach die Wahrheit, die Fakten nennt. Also wenn ich da auch eine verlässliche Quelle finde auf die Schnelle. Und dann ist einfach diese ganze Diskussion einfach immer vorbei. Das finde ich einfach zu köstlich. Mache ich immer wieder gerne. So. Wir nehmen die Stadtplanung. Denn, nee, halt, stopp. Wir nehmen den Gottkönig. Denn ich will so schnell wie möglich, ich kann eine Religion haben. Bloß einen Glauben und bloß ein Gold in der Hauptstadt zunächst einmal. Wir sind dann der Gottkönigin. Und dann werde ich mir jetzt noch überlegen, was mache ich? Ich nehme die Disziplin lieber. Ich bestimmt, wenn wir noch den einen oder anderen Barbarendorf ploppen oder sonst irgendwas, da haben wir nämlich mehr Kampfstärke gegen die. Ach, das steht im Regal. In dem Regal, das ich schon sehen durfte, Pitolis. Ich hoffe es. Das ist nämlich ein interessantes Regal gewesen. Wenn es das Regal ist, von dem du da sprichst. Ja, unwahrscheinlich, dass der Speer sich hier noch befindet, ja. Das habe ich mir fast gedacht. So, das will ich hier nicht liegen lassen. Nachher schnappt mir das noch die KI weg. Und nochmal ein Held entdeckt. Sehr nice. Ach, der Ehen-Level. So, wir haben die Gesetzgebung. Weil man Heroika auf die Handwerkskunst haben, gehen wir natürlich auf diese auch. Der macht weiterhin nichts. So, der Krieger, der geht mal da lang. Der Speer darf sich hier hinbequemen. Samarkand hat auch schon diese Spezialgebäude von sich gebaut. Ne? Die Handelsgruppen plus ein Produktion, plus ein Nahrung, plus drei Gold. Ne? Ist so ein etwas, was recht mächtig ist, wenn man das anfangs einsetzt. Und nächste Runde. Nee, das war das CD-Regal. Oh, dann habe ich das falsch im Kopf. Entschuldige. Vietnam schickt uns zur Delegation. Schwalben-Nestersuppe. Seeohren, Hirschsehnen
Und Wasser aus dem Hamlong-Brunnen. Naja, das Wasser. Wegen dem Wasser machen wir's. Eure Delegation ist uns willkommen. Hervorragend, sagt sie. Ich dachte, Ton müsste sich in der Hand eines guten Töpfers wohlfühlen. Ja. Janet Fitch. So, da wollen wir mal schauen, ob wir uns da arrangieren können auf die französische Art und Weise. Delegation schicken. Ah, hallo, Monali. Da erscheinst du ja. Reproduktionsprodukt erfolgreich eliminiert? Oder schläft es einfach nur? Es schläft. Kommst du dann noch zum Aufnehmen oder keine Lust heute? Ich bin fertig, wenn du sagst, go. Ich soll dir schreiben dann? Okay, cool. Warbands? Zunächst? Cool. Sie hat genickt. Sie hat genickt. Freundschaft verkünden will ich jetzt nicht. So. Technologie. Bewässerung. Wir können unser Pantheon wählen, meine Lieben. Und wir werden irgendwas mit Kultur machen. Überraschend, oder? Also Pantheon ist die Vorstufe einer Religion, so eine Art Stammesglauben, den wir jetzt dann da haben. Und können und müssen dort eine Entscheidung fällen. Der Gott des freien Himmels ist natürlich gut, wenn man dann hier, wie wir jetzt auch, die ein oder andere Weide hat, gerade mit den Pferden, mit Schafen und sowas, kann man das einsetzen. Ich schaue mal, wo es noch Kultur gibt. Kultur durch Plantagen wäre natürlich auch sehr mächtig, weil wir hier jetzt hier einfach Wein haben. Die Bananen, glaube ich, gelten auch als Plantagen und sowas, ja. Die Göttin der Feste, das klingt für uns, das passt eigentlich zu uns besser. Ja, das ist einfach, weil es vom Thema her passt. Nehmen wir die Göttin der Feste. Jawohl, die Party hier. Hallo. Disco Tingelingeling. Und alle Franzosen singen oder irgendwie so ging das Lied doch, ne? Wir nehmen die Göttin der Feste. Das bringt mich dann schon bald sehr weit nach vorne. Also. Ja, also wenn ich jetzt hier sehe, 1, 2 auf jeden Fall mal, dann haben wir hier nochmal dritte Kultur und dann werden wir natürlich versuchen, das eine oder andere in dem Bereich auch nochmal anzuschließen. So, jetzt schnappe ich mir erstmal hier dieses Dörfchen, bevor es weg ist. Jawohl. Irgendwie sehe ich den Bonus jetzt überhaupt nicht mehr. Was sind das für Gaben gewesen jetzt? Das hat man nicht gesehen, oder war das wirklich nur der Held? Ah ne, der Ausrichtungsbonus Mystik, das habe ich beim letzten Mal alles weggeklickt, tut mir leid. Die bringen halt auch manchmal Heurekas für die eine oder andere Technologie. Jetzt haben wir zwei Gesandte übrigens. Und damit könnten wir jetzt mal den ersten von uns überzeugen. Die Nazca-Linien will ich nicht bauen. Die sind cool, vor allen Dingen, wenn man so Wüstenfelder hat, dann bauen die hier, ihr seht es ja, für die Götter. Ne? Riesige Sachen in die Wüste, die nie wieder verschwinden und nur aus dem Himmel gesehen werden können. Ich überlasse euch mit dem Gedanken alleine. Dann haben wir noch Candy hier. Die machen das mit den Reliquien. Das brauche ich jetzt erstmal nicht. Anshan brauchst du jetzt auch erstmal nicht. Wäre halt wegen der Wissenschaft ganz gut. Aber Samarkand bringt was Interessantes mit. Und zwar, eure Handwerker können jetzt die Handelskuppelmodernisierung durchführen. Die macht plus 2 Gold. Auf dem Feld, wo er es errichtet. Plus ein Gold für jedes benachbarte Luxusgut. Müssen wir aufpassen, weil wir haben ja unsere eigenen Gebäude, die ja an diese Luxusgüter angrenzen sollen. Und eure ausgehenden internationalen Handelswegen bieten plus ein Gold pro Handelskuppel in der Ursprungsstadt. Kann nicht neben einer weiteren Handelskuppel gebaut werden. Das seht ihr jetzt hier auch sehr schön als Beispiel an Samarkand, wie man das dann auch exzessiv bauen kann, wenn man das möchte. Da kann man auch schön viel Geld mitmachen. Apropos schön viel Geld mit. Ich hole mir Samarkand und mache es zu meinem Suzerän. So, das gibt uns nochmal 2 Zeitalterpunkte, ganz wichtig. Wir entdecken noch den kriegerischen Held Beowulf, haben Samarkand jetzt nochmal schon schön hier überzeugt. Seht, ich habe auch einen Tag-Nacht-Pixel aktiviert, weil ich das sehr schön und sehr interessant finde. So, der kann weiterhin noch nichts tun. Noch 6 Runden, bis wir die Bewässerung haben. So, unser Krieger hier, der schlawinert weiterhin in der Nähe der vietnamesischen Grenze rum, um da ein bisschen aufzudecken. Und unser Speer geht hier lang.
Weil die Krieger sollen nicht die Tätigkeiten der Späher ersetzen. Das ist nicht so wirklich meine Intention. Der kriegt jetzt hier den Schlachtruf. Aber der Krieger, der muss jetzt so ein bisschen als Späher, wird der geopfert, der kriegt schon mal einen Bewegungsbefehl in die Richtung. Dann macht er das erstmal entspannt, weil so in solchen Ecken verstecken sich hier zu gerne Barbarendörfer. Nicht nur die netten Dörfer, auch manchmal die bösen Dörfer. Ja, ich liebe Herkules. Allerdings, vor allen Dingen in dem Spiel, ne? Es gibt so ein paar supergeile Helden in dem Spiel. Ich krieg's jetzt nicht mehr zu sagen. Herkules ist mega mächtig. Wenn man den zieht, muss man ihn holen, so schnell das geht. Gar keine Frage, weil er dir einfach drei Bezirke hochzieht. Und zwar in kürzester Zeit. 3, 4, 5 Runden hast du die einfach. Je nachdem, wo du was hinplatzierst. Das bringt einen riesen Bonus mit sich. Auch gut ist dieser eine afrikanische Held, der so ein bisschen Gaga-irre ist, so ein Voodoo-Priester, wo du einfach diese Sachen da auszupfen kannst, diese Bonus- und Luxusressourcen oder was auch immer, ja. Nicht die strategischen, aber die Bonus- und die Luxusressourcen und einfach da mega Erträge von kriegst, in Wirtschaft und Kultur, der ist auch sehr stark. Ich hatte noch irgendeinen, aber jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Wenn ich sehe, dann fällt er mir bestimmt wieder ein. Ah ja, da dieser Maori-Gott, dieser Halbgott, der dann nochmal Bonus- oder Luxusressourcen erschaffen kann. Das sind so die drei mächtigsten Helden, die ihr am Anfang einfach euch ziehen müsst. Also weil einfach, wenn ihr da einen von habt, macht ihr nichts falsch, wenn ihr euch den auswählt. Ne? Diesen Afrikaner, den schickt ihr halt ein bisschen weg von euch zum Mitbewerber, zupft ihm da das Zeug aus und kriegt fette Erträge dann dafür. Der fungiert selber als Schleuderer, als Steinschleuderer, ist also ein starker Steinschleuder, richtig stark. Der Herkules ist so ein Krieger halt, ne? Und logisch guckt ihr halt, dass ihr das schön verteilt, dass ihr noch eine dritte Stadt habt und blablub. Dann ist es auch ziemlich nice, habt ihr gleich drei von diesen Spezialbezirken. Ne? Guckt, dass ihr das schön verteilt, die ganze Nummer, was er da baut. Ja, kann man so machen. Und der Maori-Held, da schaut er halt natürlich, dass er im Umfeld auch von Hauptstädten oder egal welchen Städten, die es halt eben nötig haben, da nochmal einen Bonus- oder Luxusressourcen spawnen zu lassen, so randommäßig, was halt auch so ein Startpunkt, der jetzt sagen wir mal, doch sehr traurig ist, jetzt hier in Paris zum Beispiel, dann nochmal interessant wird. Ne? Okay, meine lieben Zuschauer, ich gucke jetzt mal gerade auf die Zeit. Wir haben jetzt noch nicht ganz eine Stunde drin. Ich würde vorschlagen, wie es für alle Civ-Spieler auch ganz klar ist, es gibt ja keinen Herrn jetzt auf, sondern one more turn und dann ist Schluss. One more turn muss jetzt sein, Leute. Ich überlege gerade sogar, diese Kuppel zu bauen. Einfach, weil ich es möchte. So, irgendwo hat sich neue Barbaren-Außenposten gegründet da unten. Das ist mir sogar recht, weil da befindet sich unser Krieger gleich in der Nähe. Da kann der gleich dahin. Dann haben wir hier die Steinmasken. Was können die Steinmasken? Wir könnten hier einen Speerkämpfer erwerben. Das wäre halt nicht so schlecht. Kostet uns aber 155 Gold. Die Speerkämpfer sind aber doch etwas besser, ne? Die haben 25 Kampfstärke und die normalen Krieger haben nicht so viel. Ne? Die sind jetzt bei 20. Ja, aber die sind den Kriegern unterlegen. Ich muss nicht unbedingt sein, dass ich mir jetzt da einen hole. Das ist der Jumping Point, meine Lieben. Also hier in der Ecke könnte man eigentlich auch nochmal siedeln. Deswegen lasse ich den mal kurz nochmal parken und heile den dann ein bisschen. Dann schaue ich mal. Ja, das würde mir schon einen Bonus geben, aber das wäre halt natürlich genauso was, wo wir halt später unsere Gebäude eigentlich fürs Kultur hinstellen sollten. Jetzt gehe ich trotzdem dahin und sage jetzt hier, ich mache es jetzt einfach mal, damit ihr das gesehen habt, setze jetzt hier so eine Kuppel hin, ja. Und die bringt halt jetzt schon, ihr seht jetzt, für Geld am Anfang ist es gut. Dann haben wir jetzt einmal so eine Kuppel gebaut, ja. Und verkehrt ist sie halt einfach nicht, ne, diese Handelskuppel. Später werden wir es ersetzen. Davon gehe ich echt mal aus, dass ich das machen werde, weil halt gerade diesen Kulturbonus will ich eher anders haben. Ne? Wenn wir genug Bürger haben, kann uns das Geld, falls uns das Geld ausgeht, können wir halt diese Kuppel nutzen. So, du wartest noch, bis die Bewässerung tatsächlich fertig ist oder bis sich das auf die Pferde ausdehnt, das Ganze. So. Und jetzt ist aber auch gut, meine lieben SoulSystem-BewohnerInnen. Wir haben es geschafft. Wir haben wieder einen neuen Livestream im Kasten. Diesmal nur eine Stunde aufgenommen. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich gemerkt habe, sonntags ist es sau schwierig, auch noch externe Zuschauer zu bekommen. Beim letzten Mal waren es dann doch ein bisschen mehr als sonst, als ich mittwochs aufgenommen habe, abends.
Ich möchte ja ein bisschen mit Twitch auch, dass meine Community insgesamt wächst. Und ja, ich sehe das jetzt heute Abend eher nicht so gegeben, und will dann noch ein bisschen was für meinen YouTube-Kanal machen. Noch ein bisschen mit Monali hier für euch aufnehmen. Und dann vielleicht auch so mal ein bisschen Extreme Couching und Netflix und so. Bevor es wieder am Montag in der Herrgottsfrüh in ja, eine neue Arbeitswoche reingeht. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch allen noch einen restlichen schönen dritten Advent, einen schönen restlichen Sonntag. Ja, wer am Sonntag an Montag denkt, der hat das Wochenende verschenkt. Ne? Kennt er ja den Spruch, noch ist er nicht vorbei, genießt es also. Vielen Dank für alle, die jetzt zugeschaut haben zwischendrin. Vor allen Dingen Pitt, der jetzt wirklich die ganze Zeit tapfer hier dabei blieb. Und wir sehen uns dann bei mir auf dem YouTube-Kanal oder hier beim nächsten Mal wieder bei Twitch. Vermutlich werde ich das dann so machen, dass ihr mich dann hauptsächlich Mittwoch seht und sonntags nicht mehr, weil einfach aus den genannten Gründen. Vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Euer BenKick28. Ciao, ciao.